fällt. Du wolltest dich so überfahren lassen, dass du entscheidest, was verletzt wird? Krank, dachte ich. Hier ist alles und jeder krank. Und zwar unheilbar krank. Das Kranksein gehört an dieser Institution zum guten Ton, ist diesem sogenannten Denkort a priori inhärent. Seit Jahren hatte sich hier nichts mehr verändert. Alles ist der Staat stehen geblieben, festgefahren, in Beton gegossen. So dachte ich auf meinem Stuhl. Die Einrichtung war seit langem verändert. Null. Das Schema der Aufstellung der Stühle und Tische seit Ewigkeiten das gleiche. Hier würde sich nie etwas ändern. Auch nicht in 20 oder vielleicht 30 Jahren nicht. Ja, bestimmt nicht mal in 40 Jahren. So dachte ich auf meinem Stuhl. Ich hätte diesen Termin erst gar nicht wahrnehmen sollen. Diese Ansammlung von abgrundtiefer Dummheit und geistiger Unfähigkeit, wie sie sich in dieser Cafeteria manifestierten, diese praktisch schon geradezu professionelle Debilität, zeigte mir mit aller Deutlichkeit die Begrenztheit des menschlichen Geistes auf, ja in gewisser Weise sogar in aller Offenheit eine wirklich allumfassende Geisteskatastrophe menschlicher Existenz. So dachte ich auf meinem Stuhl in dieser Cafeteria. Wir warteten nun schon über eine Stunde auf den Herrn Professor. Er wollte uns um 14 Uhr CT mit seiner Anwesenheit beehren. Nun war es bereits nach 15 Uhr. In dieser völlig vergeblichen Wartezeit hätte man einige, in jeder Hinsicht wichtigere Dinge tun können. Stattdessen wurde die fast völlige Auslöschung des Geistes durch ein letztendlich stupides Warten müssen betrieben. Gerade sagte die Assistenz des Herrn Professors, nur um uns die Wartezeit auf seinen Dienstherrn etwas zu verschönern, er habe jetzt gerade seine Hölderlin-Studien fortgesetzt, die zu seiner Habilitation führen sollen. Er sei gewissermaßen, so der Assistent, an einem alles entscheidenden Punkt angelangt. Er untersuche nämlich, warum Hölderlin sich nicht umgebracht habe, warum er, also Hölderlin, nicht den Freitod gewählt habe, sondern wieder alle Vernunft, seine Existenz praktisch 40 Jahre lang in diesem Turm in Tübingen fortgesetzt habe, wo er doch allen Grund und sogar die Möglichkeit gehabt hätte, seine gescheiterte Existenz für immer auszulöschen. Er hätte nur noch, so der Assistent, aus dem Fenster springen müssen, der Hölderlin, so der Assistent. Er selbst habe vor Jahren diesen sogenannten Hölderlin-Turm in Augenschein nehmen können. Er habe ihn sehr beeindruckend gefunden, was er nicht von allen Türmen sagen könne, obwohl dort unten in Tübingen gäbe es nur diesen einen, so erklärte uns der Assistent. Insgesamt sei er während seiner Hölderlin-Studien zu dem vorläufigen Endergebnis gekommen, Hölderlin, also dieser bemerkenswerte Dichter und Übersetzer aus dem Griechischen, sogar nur aus dem Altgriechischen, dieser Hölderlin sei sicher in seinem Turm der glücklichste gewesen von uns allen, so der Assistent mit dem Löffel im Joghurt rührend. Diese These formulierte Peter Weiß schon 1970, so dachte ich auf meinem Stuhl. Der bereits völlig ergraute Nachwuchswissenschaftler informierte uns nun über seinen Studienaufenthalt in den USA, wo er sich freilich nicht nur seinen Hölderlin-Studien
hingegeben habe, sondern sich unter Anleitung seines Professors aus Österreich mit Klopstock beschäftigt habe. An diesem Tisch, in dieser Cafeteria, dieser Universität sitzenden, kannten bereits diese Erzählung, so dachte ich. Und wirklich, er habe, so der Assistent, von diesem Wiener Professor in den Staaten die Anregung erhalten, für ein Hölderlin-Forschungsprojekt einen praktisch fast unbekannten Foucault-Text honorarfrei ins Deutsche zu übersetzen, vom Französischen ins Deutsche, obwohl es bereits eine Übersetzung ins Italienische gebe. Dort selbst in Italien sei Foucault eigentlich völlig unbekannt, doch man habe paradoxerweise gerade dort unten mit einer Foucault-Gesamtausgabe begonnen in italienischer Sprache. Wegen verschiedener Querelen habe man die Fortführung dieser Ausgabe des Foucault'schen Werkes aber abbrechen müssen, so der Assistent in seinem Joghurt rührend. Der Stimmenimitator, so genannt, weil er die Stimme Marcel Reich-Ranitzkys mit geradezu größter Perfektion nachahmen konnte, konnte sich weiter nicht beherrschen, den stark veralterten, schon seit Jahren nur noch zum Gähnen reizenden Karlauer anzubringen, gerade jetzt, wo Echo durch sein Foucault'sches Pendel selbst in Italien diesem Foucault zu einer ungenannten Popularität verholfen habe, gerade dazu, zu diesem Zeitpunkt müsse ausgerechnet in Italien die Foucault-Gesamtausgabe abgebrochen werden, so der Stimmenimitator hier in dieser Cafeteria dieser Universität auf den Herrn Professor wartend. Ja. Das ist die Uniklinik von Jörg-Uwe Sauer, 63er Jahrgang aus Wanne-Eickel. Hat zwei tolle Bücher gemacht. Das zweite heißt Das Traumpaar mit einem tollen Citroën DS der Göttin auf dem Cover. Spielt in Triest, auch ganz toll. Aber Uniklinik ist natürlich der Hammer. Und da heißt es bei Jörg-Uwe Sauer, verlegt in der Büchergilde Gutenberg, der Erzähler, ein namenloser Wiener unbestimmten Alters, den es in die Ruhrmetropole Essen verschlagen hat, die kettenrauchende Mathilde, der Assistent, der Kulturer und der Stimmenimitator treffen sich täglich in der Cafeteria der Universität und einmal wöchentlich zum Holzfällen der einzigen Möglichkeit, sich eine Erregung zu verschaffen. Ja, ein schönes Buch mit Erregungspotenzial.